Ich will ein Haul-Video drehen. Ich verstecke mich hier gleich. Ich habe so ein paar Sachen noch gekauft. Ich habe nämlich vor, ein Kaufverbot für mich zu machen oder durchzuziehen. Das war irgendwie kein deutscher Satz. Ich habe vor, ein Kaufverbot durchzuziehen, wenn das überhaupt einen Sinn ergibt. Ja, ich bin ein bisschen unschlüssig, ob ich das schaffe, weil ich hatte ja schon öfter Kaufverbot. Das ist ja nicht das erste Mal. Aber ich sprich viel mit einer aus Deutschland, so über Instagram. Über Instagram, wie ich das jetzt gesagt habe. Und sie hat halt nicht, sie hat halt auch eine größere Sammlung, aber meine Sammlung ist ja extrem groß. Also Tuchmasken oder Duschgel, Düfte. Also ihr wisst, ich habe eine riesengroße Sammlung. Wer meine alten Videos kennt, weiß das. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein Kaufverbot, habe mir aber davor noch ein paar Sachen gekauft. Tja, shame on me, ne? Egal. Es gibt nämlich so ein paar Sachen, die ich unbedingt euch zeigen will, weil Orsi sperrt ja zu, die sind in den Konkurs gegangen, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich dort immer meine Klamotten gekauft habe und ich habe mir noch ein paar Sachen gekauft. Ich habe mir auch eine Jeans gekauft, die ist aber schon in der Wäsche und ein rotes Oberteil und ich weiß nicht, wo das rote Oberteil ist. Ich habe es gefunden. Ich zeige euch vielleicht zuerst die Orsi-Sachen. Ich glaube, das geht schneller. Ja, beginnen wir mal mit die Orsi-Sachen, die ich mir gekauft habe, noch bevor sie zugesperrt haben. Ich war halt häufig in der SCN beim Orsi. Da war ich sehr, sehr oft. Den gibt es nicht mehr. Der ist komplett schon zu. Habe ich gesehen vor kurzem erst. Der ist leider ganz zu, was ich unschade finde. Aber im Donauzentrum hat er noch offen. Die haben nämlich nur noch bis 30. Mai, ich hoffe, das Video kriege ich schnell hochgeladen. Die haben nämlich nur noch bis 30. Mai offen und dann schließen sie komplett. Jetzt verkaufen sie gerade alle Sachen ab. Deswegen habe ich mir einen blauen Blazer gekauft. Der war schon reduziert um 35 Euro und sie haben ihn dann noch einmal um 20% verkauft. Ich finde den so wunderschön und ich glaube, dass ich den bald anziehen werde. Ich glaube wirklich, dass ich den bald anziehen werde. Dann habe ich mir ein schwarzes Oberteil noch gekauft. Ich weiß noch nicht, ob ich das in der Arbeit anziehe, weil das hat dann einen sehr weiten Ausschnitt, wie man sehen kann, was man sehen kann zumindest. Und ich glaube, ich würde das eher privat tragen als in der Arbeit. Aber das hat auch, also es war schon relativ teuer, 15,99 €, aber da waren auch Prozente drauf. Dann habe ich mir ein beiges Kleid gekauft, was auch reduziert war. Das war um 13 € reduziert und da habe ich auch noch Prozente bekommen. Ich fand das echt schön vom Schnitt her, aber das macht so bei der Taille bei mir so ein bisschen glatter, ne? Kann ich ja eh brauchen, sowas. Eine Hose habe ich mir auch gekauft. Ich liebe die Orsi-Hosen. Ich darf die Größe eigentlich gar nicht sagen, das ist ja mega peinlich. Die sieht so aus. Die ist so kariert. Ich habe schon länger eine karierte Hose gesucht und ich finde den Stoff von dem so genial, also wie das Material. Und ich wollte unbedingt so eine Hose haben. Unbedingt. Als letztes, da habe ich mir auch die eine Jeans gekauft, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil sie jetzt schon in der Wäsche ist. Aber dazu habe ich mir eigentlich diesen roten Pullover hier gekauft. Der hat auch so Knöpfe hier unten. Also Knöpfe nicht, der hat so goldene Dinger hier unten. So sieht er aus. Das Problem ist, man kann ja auch natürlich die Sachen nicht mehr zurückgeben, weil ja dieses Geschäft schließt. Das hat 17,99 € gekostet. Fand ich recht schön. Ich mag auch die Farbe von dem, also so ein dunkles Rot. Ihr kennt mich ja eh schon. Rottöne gehen bei mir immer, egal welche Form. Dann war ich ganz böse und habe mir noch 20 Stück von den Kokos Lip Patches gekauft. Ja, sie gibt es ja dann eh nicht mehr und deswegen habe ich mir gedacht, okay, kauf dir die nochmal, weil du hast sie ja dann eh nicht mehr, wenn du diese nicht bunkerst. Also ja, deswegen habe ich mir noch 20 Stück davon gebunkert. Ich habe mir auch die Kirsche trotzdem nochmal nachgekauft. Ich hatte da heute auch eine Packung drauf und ich finde, die duften natürlich nicht so intensiv wie die Kokos, ganz klar. Aber ich mag die trotzdem, die Kirsche. Natürlich nicht so gern wie die Kokos, deswegen habe ich mir nur 7 waren es insgesamt. Eines habe ich von dem heute benutzt. Kann schon nicht mal mehr zählen, ne? Ja, ich mag die trotzdem. Bleiben wir am besten noch gleich bei denen hier. Ich war böse und habe mir noch ein paar Tuchmasken und Hydrogelmasken gekauft, weil die gehen ja leider aus dem Sortiment. Ich habe mir noch mal zweimal die Lemon Squeeze gekauft. Ich glaube, die haben wir auch gar nicht mehr bei Müller. Glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber die bin ich echt gespannt, wie die ist. Ich habe sie leider noch immer nicht probiert. Aber das Pech ist, man kriegt sie ja dann eh nicht mehr. Also wenn sie mir gefallen würde, so wie die hier, die Melone habe ich mir auch noch dreimal genommen, diese Hydrogel.
Wenn sie mir gefallen, bekommt man sie ja dann eh nicht mehr nach, weil die ja Limited Edition sind. Und die gehen jetzt aktuell raus und sind sogar reduziert. Ich habe mir auch zweimal, weil das auch reduziert wurde und aus dem Sortiment geht, angeblich wird es nur umgestellt, aber es kam bis jetzt noch kein Ersatz, habe ich mir zweimal das Nivea Duschgel gekauft. Ich habe meines, das ich zum Geburtstag bekommen habe, auch schon aufgebraucht. Also ich wollte da noch Backups haben. Typisch, oder? Aber solche Sachen werden dann ab jetzt halt nicht mehr gekauft. Ich bin gespannt, wie lange ich das durchhalte. Ich bin echt gespannt. Ich habe auch das Gefühl, dass bei dem einen ein bisschen mehr fehlt. Sieht man das? Ja, bei dem da. Aber ja. Ich habe das ja schon benutzt und gut, dass es das jetzt eine Weile nicht gibt, weil jetzt habe ich ja Gott sei Dank zwei Backups. Für den Sommer ist das perfekt. Ich habe ja vor, weiß ich nicht wie vielen Monaten, tausendmal in aufgebrauchten Videos erklärt, dass ich gerne diese Intimwaschlotion von CD wieder hätte. Und ich habe die beim DM nie gesehen. Kunststück, weil da eine neue Verpackung gibt es davon. Das war kein Deutsch. Es gibt eine neue Verpackung davon. Und zwar steht da Wohlfühl-Intimwaschlotion. Cranberry-Milchsäure. Ich bin echt gespannt, wie das ist. Das Gute ist, das ist ein Bumspender, das finde ich super. Und ich bin gespannt, ob das so flüssig ist wie jetzt das von Müller, das ich jedes Mal verwende. Weil das ist schon sehr flüssig. Ich bin echt gespannt, wie das ist. Lassen Sie sich mal überraschen. Ich bin wirklich böse. Ich bin verdammt böse. Ich habe ganz, ganz viele Augenpads noch gekauft, damit ich eben das ausnutzen kann. Schande über mich. Ich habe mir zweimal den Blitz gekauft. Da bin ich echt gespannt, wie die sind. Das sind nämlich Limited Edition von Yuti. Und ich bin echt gespannt, wie die sind. Da gibt es auch Federn. Also da steht zumindest Eyes of Heaven drauf. Die sehen so aus. Die glitzern auch mega. Ich hoffe, man kann das sehen. Das spiegelt so extrem in dieser Folie. Dann habe ich noch diese Engelsflügel mir gekauft. Da steht auch Magic Lina. Blödsinn. Blätter. Das sollen Blätter sein. Die schauen so aus. Sind auch limitiert. Und ich bin echt gespannt, wie die sind. Dann habe ich mir noch Lippenmasken davon gekauft, weil eine ist mit Wassermelone und die interessiert mich extrem. Ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit so eine extreme Lippenmaskenphase. Das ist echt abnormal. Ich habe mir drei gekauft. Es gibt nämlich drei verschiedene Sorten von Yuti jetzt neu. Einmal die lilane habe ich mir gekauft, einmal die rosane, die mega schön glitzert und einmal die pinke eben mit Melone. Bin echt gespannt, wie die sind. Ich merke es auch, wenn ich einen Lippenstift oben drauf habe. Meine Lippen sind nicht so extrem trocken, seit ich solche Masken verwende. Kann auch Einbildung sein, aber ich weiß nicht, mir gefällt einfach die... Mir gefallen die Lippen einfach besser, seit ich die Lippenmasken verwende. Klingt dämlich, ist aber so. Das wird was sein, was ich sehr oft nachkaufen würde, weil ich kaufe mir die nicht im Backup. Ich habe jetzt ein Backup schon, eins steht schon in der Badewanne, das habe ich jetzt als Backup mir gekauft. Aber diese In-Dusch-Lotion kriege ich immer wieder leer und da kaufe ich mir immer dann, wenn das nächste leer ist, immer eins nach. Also das wird ja genehmigt sein, oder? Ich kann ohne den nicht mehr. Ich merke, seit ich wieder öfter so eine In-Dusch-Lotion verwende, juckt meine Haut auch nicht mehr so extrem wie vor ein paar Monaten noch. Also eincremen und eben diese In-Dusch-Lotion hilft. Wirklich wahre Wunder, wirklich. Die habe ich mir nicht gekauft, ich habe sie gratis bei einem Einkauf dazu bekommen. Ich war nämlich beim Bodyshop einkaufen und habe für meine liebe, liebe Freundin und Ex-Arbeitskollegin mittlerweile leider, habe ich ihr von The Bodyshop die Avocado-Linie geschenkt und ich habe dann diese Bodylotion gratis dazu bekommen und die riecht so geil. Die ist ein bisschen verbraucht, weil meine Freundin hat die ausprobiert. Sie war nämlich mit mir mit einkaufen und ich finde den Duft so geil von der. Die heißt Cool Daisy. Ich hatte ja vor kurzem ein Body-Joghurt, habt ihr ja vor kurzem auch in einem Aufgebrauchsvideo gesehen. Und ja, bei mir hat das ja eine Zeit lang gebrannt, wenn ich diese Body-Joghurt nehme. Zumindest beim Banane war es so. Ich weiß nicht, ob es bei dem auch so sein wird. Aber ich will das unbedingt bald aufbrauchen, weil ihr seht, es ist wirklich nicht mehr viel drin, weil die Freundin hat relativ viel benutzt. Und sie hat es mir jetzt wieder mitgebracht und hat gemeint, ich soll die unbedingt ausprobieren, weil sie findet die mega und will die unbedingt nachkaufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere sie einfach. Ich probiere sie einfach. Wir werden sehen, wie es bei mir jetzt ist. Ich finde die Verpackung mega schön, diese Farbe ist wunderschön. Und der Duft ist so angenehm blumig, da könnte ich einfach, wenn ich das in der Früh verwenden würde, könnte ich da wirklich drüber ein Parfum sprühen und man würde das, glaube ich, gar nicht so negativ dann in Kombi verwenden. Also, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe jetzt gerade aktuell diese Schoko von Isana, die einfach nicht leer werden will. Und jetzt ist mir das für die Jahreszeit schon ein bisschen zu viel Schoko und die wäre perfekt jetzt für die Jahreszeit, aber mal schauen. Vielleicht verwende ich die Schoko dann auch, wenn ich
meinen Biotherm leer habe. Vielleicht versuche ich die dann am Abend zu benutzen, damit ich eben was anderes nehmen kann, weil die Schoko, die nervt mich dermaßen. Bleiben wir noch bei Müller. Ich habe mir bestellt einen Guerlain-Duft. Ich wollte den unbedingt haben und meiner Freundin habe ich zum Muttertag denselben geschenkt. Weil sie quasi, sie ist jetzt keine Ersatzmutter, niemand könnte die echte Mutter ersetzen, aber sie ist doch oft für mich da und sie ist so quasi Freundin, Mutter und Therapeutin in einem. Und deswegen habe ich ihr den Duft auch geschenkt, weil wir haben den beim Müller irgendwo mal probiert, ich glaube im Getreide waren wir da und da haben wir ihn probiert. Und wir haben dann stundenlang nur noch über dieses Parfum geredet. Ich rede übrigens vom Guerlain Coconut Fizz. Den gibt es aber leider gar nicht mehr. Was ich mega, mega bescheuert finde, weil ich habe den geliebt. Ich habe den wirklich geliebt und den gibt es aber leider nicht mehr. Ich rieche das so ein bisschen. Ich liebe den. Ich finde auch diese blaue Farbe von dem Duft so mega schön. Aber den gibt es dann leider gar nicht mehr. Ich bin jetzt nicht eigentlich so der Guerlain-Fan, aber den finde ich mega. Ich habe den damals auch in einer Filiale benutzt, wie ich dort einschulen war. Und ich habe mich so in den Duft verliebt. Und jetzt, wo ich gemerkt habe, er geht aus dem Sortiment, weil ich habe ein richtiges Bauchgefühl gehabt, der ist ja wirklich aus dem Sortiment gegangen. Und den gibt es leider gar nicht mehr. Also, ja. Weil es ja noch nicht genug Düfte sind, habe ich noch was gekauft. Und jetzt habe ich da gerade was ich nicht zeigen wollte. Ich bin in letzter Zeit so ein Elisabeth Arden-Junkie, was Düfte betrifft. Ihr wisst ja, die Gesichtspflege liebe ich. Abgöttisch, aber jetzt fange ich auch schon ein bisschen so an, mehr in die Duftrichtung zu gehen. In dem letzten Duftvideo von mir habt ihr ja gesehen, dass ich den Always Red so gerne verwende. Und ich habe dann mal gegoogelt und beim Tiki Max damals habe ich immer eine Green Tea-Reihe gesehen. Und den klassischen Green Tea, den mag ich an mir nicht. Der riecht einfach furchtbar an mir, ja. Tja, es gab sehr, sehr oft Limited Editions und ich habe mir jetzt die Birne Limited Edition gekauft. Und schaut euch die Verpackung an, wie geil die ist. Ich habe mir auch passend dazu die Body Lotion gekauft. Die Sachen habe ich beim Nodino bestellt, weil die Body Lotion, den Duft hätte es noch beim Marionot geben, aber die wären viel zu teuer gewesen. Beim Marionot hätte der Duft, glaube ich, 34,99 € kostet, die Body Lotion auch fast 30 € und beim Nodino habe ich wirklich Geld gespart. Ich glaube, für die Body Lotion habe ich nur 10,61 € bezahlt und für den 16 € oder so. Also das geht vollkommen okay. Ich habe an dem leider noch nicht gerochen, weil ich es noch nicht öffnen will, aber ich würde die gerne bald verwenden. Auch den Duft würde ich gerne bald benutzen. Das ist eh dämlich, weil ich habe so viele Sachen. Ich finde die Verpackung halt so mega schön. Die Verpackung ist mega schön. Ich bin so ein richtiger Elisabeth Arden-Junkie. Jetzt noch mehr als vorher, weil ich auch noch die Düfte benutze. So schaut der Duft aus. Der ist mit Birne. Ich kann euch unten, wenn ihr wollt, und ich blende euch das da ein, wenn ich nicht vergesse, seht ihr die Inhaltsstoffe von dem. Und ich habe den auch beim Marionot probieren können. Da war ich so happy, dass ich den dort testen konnte, weil da war der Tester noch da. Ich habe mir nämlich noch einen Duft gekauft, ich böses Mädel. Man riecht leider da nichts. Ich meine, ich habe mir auch viele Rezensionen auf dieser Parfumo-Seite durchgeguckt, um eben zu überlegen, ob ich mit denen jetzt kaufe oder nicht. Aber ich finde, das war die beste Entscheidung. Und ich möchte den ehrlich gesagt bald verwenden. Was ja schade wäre, wenn ich den so schnell verwende. Ich habe mir nämlich noch einen gekauft und von denen hätte ich so gerne die Body Lotion. Die gibt es nämlich auch von dem Duft, den ich euch zeige. Ich habe es auf Instagram postet. Und viele haben mir drauf zurückgeschrieben. Ich habe mir den Green Tea Litchi Lime gekauft. Der andere heißt Pear Blossom, habe ich euch jetzt gar nicht gesagt. Der andere heißt Pear Blossom und der jetzige, der aktuell rausgekommen ist, heißt Litchi Lime. Und der riecht so genial. Und die Verpackung, ich flipp gar aus. Und die Flasche gefällt mir sogar ein bisschen besser als von der Birne-Version. Ich habe mir den nämlich bei Marionot gekauft und meine Schwester hat mir zum Geburtstag einen Marionot-Gutschein geschenkt. Also habe ich nur noch 14,99 € für den Duft zahlt, was vollkommen okay ist. Und so schaut die Flasche aus. Ich habe mich so verliebt in die Düfte, ich kann es nicht sagen. Ich habe die tagelang gegoogelt, tagelang, weil ich mir die nicht aus dem Kopf gegangen sind. Man riecht es bei dem nicht so leider, bei dem anderen ja eigentlich auch nicht. Aber ich finde die so genial. Und die Verpackungen. Ja, da habe ich einige Sachen jetzt zum Verbrauchen. Aber ich finde die Verpackung so mega schön von den Düften. Die sind so wunderschön. In letzter Zeit bin ich ein richtiger Marionot-Junkie geworden. Keine Ahnung wieso. Ich habe mir den beim Marionot gekauft, wegen dem Gutschein.
Und dann habe ich dort auch gefragt, ob es die Jeffree Star Sachen noch gibt. Weil ich wollte nämlich wissen, ob sie die neue Kollektion, diese Banane-Reihe, ob sie die im Sortiment dann haben. Weil ich wollte mir die Peelings kaufen und weiß ich nicht was. Wo ich jetzt eigentlich gar nicht darf, fällt mir gerade auf. Vielleicht mache ich da dann noch eine Ausnahme, aber ich glaube nicht. Ich hätte so gern die Lippenpeelings von dieser Banane-Reihe. Wisst ihr, ich bin ein zurzeitiger Banane-Junkie und hätte die Sachen so gern, aber man kriegt sie nicht irgendwie. Weil ich habe einen riesen Sackerl voller Jeffree Star Sachen, weil die Verkäuferin war so lieb und hat gesagt, da soll ich bitte bis nächste Woche warten. Erstens mal kriegen sie die Limited Editions nicht mehr, die er rausbringt, aber ich soll bis nächste Woche warten, weil da verkaufen sie die Sachen bis zu 40%. Ja. Und ich habe zugeschlagen. Also ich war da echt böse. Wirklich böse. Und ich packe das mal aus, damit ich sie euch zeigen kann, die Sachen. Fangen wir mit den großen Sachen vielleicht zuerst an, damit wir die nicht aus der Hand knallen und sich gleich wieder die ich, dass ich sie gleich wieder ins Sackerl tun kann. Ich kann halt nicht reden. Ich habe mir ganz, ganz böserweise, und jetzt habe ich Angst, dass da irgendwie, was ist denn da passiert? Hä? Wieso ist das passiert? Ich habe mir die Palette hier gekauft. Das ist die Blood Money von Jeffree Star. Und schaut euch das jetzt einmal an. Das klebt der Sticker nämlich noch drauf. Vorher hätte sie 77 Euro gekostet und dann war sie auf 15 Euro reduziert. Da hört gleich meine Stimme auf zum Funktionieren. Ich habe echt glaubt, ich höre schlecht, wie mir das die Verkäuferin gesagt hat, dass ich da nächste Woche warten soll. Und ich bin dann mit meiner Freundin sofort hingefahren nächste Woche, also diese Woche war das, genau. Also, wenn ihr das seht, ist es ja eh hinfällig, weil wenn ich sage, diese Woche bringt euch das nicht viel. Ich bin auf jeden Fall mit meiner Freundin sofort dann hingefahren und habe mir dann sehr viel gekauft. Planmäßig war eigentlich nur diese Palette hier zu kaufen, weil ich die unbedingt haben wollte. Sogar mein Freund hat gesagt, die ist schön. Die ist so wunderschön, ich liebe sie. Ihr wisst ja, ich bin ein grünen Lidschatten-Junkie und muss ich da noch irgendwas sagen? Die schreit nach mir. Die hat nach mir geschrien. Ich habe sie sehr lange immer im Augenwinkel gehabt. Auch wie er sie rausgebracht hat, war das eine der Paletten, die ich unbedingt haben wollte. Aber 77 Euro habe ich mir gedacht, nein. Nein. Erst habe ich mir überlegt, wieder Gutscheine mir schenken zu lassen. Habe mich aber dann doch wieder umentschieden, weil ich ja den Tom Ford unbedingt haben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du hast eh so viele Lidschattenpaletten. Kauft ihr die mal nicht, das ist so viele grüne Lidschatten. Und ich habe halt immer wieder der Palette hinterher trauert. Und dann hat die Verkäuferin mir das gesagt und das war das Erste, was ich mir auf jeden Fall fix genommen habe. Weil ich finde die so, so wunderschön und ich freue mich schon, wenn ich damit was schminken kann. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch ein Video haben wollt. Jetzt kriege ich das wieder da nicht rein irgendwie. So. Ihr könnt es mir gerne schreiben, ob ihr ein Video haben wollt, aber ich muss euch ja noch das NYX-Video drehen. Wo ich heute schon die Lidschattenpalette böserweise ausprobiert habe. Weil ich wollte eigentlich ein Video damit drehen, ging dann auf Instagram live und dann habe ich mich fürs Video, gegen das Video entschieden. Weil ich irgendwie, weiß nicht, so ein komisches Gefühl hatte beim Video. Fragt mich nicht warum. Ich wollte auch schon immer die Lippenstifte haben von Jeffree Star. Ich habe die mal angeschmachtet, da war mal meine Freundin mit mir beim die Vivi. Bei Marionneau und wir haben die so lange angeschmachtet und ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil die ja sehr teuer war auch. Und jetzt habe ich sie mir gekauft. Um 15 Euro. Da sind so wunderschöne Farben drinnen. Ich habe dann, da war noch Tester auch, ich habe dann alle auf ein Taschentuch geswatcht. Und da habe ich mir gedacht, okay, mir gefällt jede einzelne Farbe. Bei den beiden da, die da, bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, weil die ja doch sehr dunkel sind und ich ja so blass bin, aber so wunderschöne Farben. So, so wunderschöne Farben. Ich liebe diese Farben. Und dafür habe ich auch nur in Anführungsstrichen, aber die hat auch nur noch 15 Euro gekostet. Das Lippenpeeling ist ja auch verdammt teuer, hat jetzt auch nur noch 5 Euro gekostet. Da habe ich mir eines mit, wie heißt denn das schnell? Blue Freeze heißt das. Ich habe es noch nicht aufgemacht, also ich habe noch nicht dran gerochen. Ich habe nämlich noch das Strawberry in Benutzung, sollte ich jetzt öfter wieder verwenden. Ich wollte das halt nicht leer machen, eh dämlich. Aber ich habe jetzt ein neues. Das schaut so aus und das werde ich auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall mal dieses Erdbeer verbrauchen, damit ich das dann auch bald mal aufmachen kann.
Ja. Also ein Lippenpeeling habe ich mir auch gekauft um 5 Euro. Dann habe ich noch einen Concealer gefunden und da ärgere ich mich, dass ich den weißen Concealer nicht mitgenommen habe. Da gab es nämlich auch einen weißen. Ich habe nämlich eine weiße Lidschattenbase, mit der bin ich aber nicht so zufrieden. Vielleicht probiere ich die jetzt demnächst mal wieder aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute ein Gewitter oder so kommt, weil heute ist nicht so schön wie die letzten paar Tage. Aber egal. Die Concealer haben jetzt nur noch 10 Euro gekostet. Sorry, so sieht die Verpackung aus. Ihr seht, ich bin voll overhyped, oder? Also ich bin voll... Ich meine, Entschuldigung. Man kann es angeblich auch als Lidschattenbase verwenden. Und ich bin so, so gespannt, wann ich den benutze. Der schaut jetzt ein bisschen hell aus vielleicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der mir passt. Lass mich sich überraschen. Wenn nicht, benutze ich ihn als Lidschattenbase, weil das soll auch funktionieren. Dann brauche ich mir wenigstens den weißen nicht kaufen. Ich habe mir auch ein Puder gekauft. Ich sage ja, ich habe ziemlich zugeschlagen. Das hat auch nur noch 10 Euro gekostet. Ja, sieht so aus. Bin ich sehr gespannt. Das spiegelt halt extrem. Ich bin wirklich gespannt, wie das ist. Das kann sich, glaube ich, keiner... Das spiegelt so extrem seine Sachen, oder? Bin echt gespannt. Und dann habe ich mir noch einen Extreme Frost Highlighter Powder gekauft. Da war mein Freund so lieb und hat für die Lynn das in Lila besorgt, weil sie wollte auch unbedingt sowas haben. Und er war so lieb und hat ihr das besorgt. Ich finde die Verpackung so schön. Also die Verpackung werde ich auf jeden Fall aufheben, weil die ist ja wunderschön. So sieht das schöne Teil hier aus. Ich hole euch das mal raus. So schaut die Verpackung aus. Sie ist auch weiß und man sieht schon, wie sehr der schimmert. Ich könnte hyperventilieren. Ich will das nämlich auch ein bisschen als Lidschatten benutzen. Der Stefan hat gemeint, ich könnte mir den Lilanen ja auch noch kaufen, aber oder die Celine den Weißen. Und ich habe gesagt, nein, es reicht, weil mit dem Ding komme ich, glaube ich, ewig aus. Und deswegen, ich habe mich aber so verliebt. Ich habe den geswatcht beim Marino und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, dieses Glitzer. Also ich habe mich wirklich verliebt in den. Ich will ihn jetzt nicht swatchen, weil dann glitzer ich überall, weil es war bei Marino auch der Fall. Aber ich liebe dieses Teil. So ein schönes, schönes Ding. Das ist echt unmöglich. Das ist wirklich unmöglich. Ich war ziemlich, ziemlich böse, wie ihr seht. Aber ich habe auch vor, ein paar Highlighter auszusortieren, weil ich mag die von Essence und Catrice ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe ja ganz vergessen, euch noch was zu zeigen. Und zwar habe ich mir einmal so einen Beauty Blender von Essence gekauft mit der Halterung. Musste unbedingt sein. Ich habe aber fast keine. Habe ich mir gekauft. Und dann habe ich noch Duftproben bekommen, die ich euch auch noch zeigen wollte. Ich habe den neuen Carolina Herrera bekommen, den Very Good Girl. Das ist dieser rosa glitzernde Schuh, der ist ganz neu. Ich bin so gespannt, wie der ist. Dann habe ich von Voce Viva Valentino den Intensa bekommen. Und auf den bin ich auch so neu. Also mega gespannt auf den. Und dann habe ich noch von Givenchy einen Duft bekommen. Der sieht so aus. Der ist auch, glaube ich, sehr beliebt bei vielen. Also bin ich froh, dass ich den mal probieren kann. Ich hätte fast ein paar Sachen jetzt vergessen. Ich habe mir ein paar Ipuro Raumdüfte wieder gekauft, weil die waren reduziert und ich kaufe die Dinger nur, wenn sie reduziert sind. Einmal habe ich mir den gekauft. Einmal den hier. Das sind ja so Herbst-Winter-Sachen, finde ich jetzt. Deswegen werde ich sie mir noch aufheben. Und zweimal habe ich mir den hier gekauft. Damit ich eben die was gleich riechen, nebeneinander hinstellen kann in der Küche. Habe ich mir so gedacht, ne? Weil die waren richtig stark reduziert. Dann war ich böse und habe mir noch zwei limitierte Duschgele gekauft von Far. Die riechen aber beide so gut. Mein Bruder hat sich das sogar auch gekauft. Und ich finde, die sind so genial. Meine Arbeitskollegin Schulte hat mir das gezeigt. Ich finde, das riecht nach was Kaugummi-mäßigen. Oder so Haribo-mäßigen. Das riecht so genial. Ich rieche noch kurz an der anderen Sorte und dann zeige ich sie euch von nah. Das andere ist ein bisschen cremiger. Und nicht so, es ist auch süß, aber schmeckt. Riecht eher so wie, weiß ich nicht, Macadamia oder so. Rosenduft und Arganöl. Hätte ich mir jetzt niemals gekauft, wenn ich nicht dran gekocht hätte. So sehen die beiden aus. Da ist eindeutig meine Arbeitskollegin schuld. Ich habe es dann meinem Bruder gezeigt und der wollte dann auch unbedingt eins haben. Super, ne? Ich stecke da alle damit an. Finde ich ganz toll. Dann war ich böse und habe mir zwei Nagellacke gekauft.
Aber ich kann mich verteidigen. Ich habe 2 Nagellacke von OPI aussortieren müssen. Und ich war dann schon ein bisschen traurig und habe dann 2 Farben gesehen, in die ich mich sofort verliebt habe. Und wenn ihr sie seht, wird sie sicher wissen, warum. Er kommt da jetzt in der Kamera zumindest nicht rüber. Ich hoffe, dass er dann doch rüberkommt, wie er wirklich ist. Das ist so ein richtig geiles Neongelb. Bombenmäßig verliebt in den Nagellack. Deswegen musste ich mir den mitnehmen. Das sind die neuen von Catrice. Die haben so eine Neon-Reihe. Es gibt noch mehrere Farben. Ein Orange, ein Pink, glaube ich, und noch irgendeine Farbe. Aber die gibt es bei uns so nicht. Bei uns gibt es bis jetzt nur den gelben. Und ich habe mich sofort in den verliebt. Auch in den von Essence habe ich mich verliebt. Der sieht so aus. Das ist so ein cremefarbener Gelbton. Und der Name Go Bananas hat mich total gekillt, da musste ich den haben. Er hat beim ersten, ich habe beide schon lackiert, den muss ich mir noch komplett auf meine Nägel lackieren, vielleicht gebe ich den jetzt als nächster rauf. Den hatte ich vor kurzem komplett oben und da war ich nicht so begeistert, der hat so ein bisschen Streifen gemacht beim Lackieren. Schauen wir mal, wie es ist, wenn die kürzer sind jetzt die Nägel, aber ich mag die Farbe. Also in der Flasche gefällt die mir so, so gut. Ich weiß, bei mir schaut das ein bisschen doof aus, weil ich so hell bin, aber ich finde die so wunderschön und es gäbe eigentlich auch einen braunen, also beziehungsweise 3 braune, die ich noch gerne hätte, aber ich darf mir jetzt wirklich keine mehr kaufen. Die 2 waren nur die Ausnahme, weil ich 2 aussortiert habe. So gleicht sich dann meine Sammlung wieder aus. Ich weiß, die Logik ist echt überraschend, aber ja, egal. Ich finde die schon echt schön aus und deswegen musste ich die mitnehmen, besonders dieser Neon, also der killt mich wirklich, der killt mich extrem. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, ich war böse und habe wieder viel gekauft, aber das wird vielleicht jetzt, ich hoffe es, dass ich es durchziehe, der letzte Haul für eine Zeit lang sein. Weil das sind die Videos, die ich immer hochlade, sehe ich da gerade. Also wird es Zeit, wenn ich wirklich ein bisschen mich zurückziehe mit einem Einkauf und das echt probiere, mal so über Monate, vielleicht bis Dezember mal probieren. Weil da hätte ich gerne dann den neuen Alive vielleicht. Den hätte ich nämlich echt gerne. Ich habe den vor kurzem im Pröbchen benutzt. Das werdet ihr dann im Aufgebrauchsvideo nochmal hören, dass ich euch da voll jammer. Weil der ist echt gut, der Duft. Aber ich habe wirklich zu viele Sachen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich ein paar Monate lang wirklich alles mal verbrauche. Weil ich habe ja eigentlich eh genug Sachen und kaufe halt immer nur was nach. Ich weiß, ich bin ein Beauty-Channel und eigentlich ist es ja auch normal, dass man das macht bei einem Beauty-Channel. Normal in Anführungsstrichen. Aber ich will wirklich so ein bisschen eine Zeit haben, wo ich jetzt ein paar Sachen aufbrauchen könnte, weil es wird echt Zeit. Und ich bin so brav am Bodylotions verbrauchen und ich habe so viel und auch Peelings und so und deswegen brauche ich gar nichts mehr zurzeit. Ja, deswegen werde ich das mal durchziehen. Ich hoffe, ich ziehe das auch wirklich durch. Ich hoffe es wirklich. Mal schauen, wie lange ich aushalte, das nichts zu kaufen. Aber es würde wirklich mal nicht schaden, wenn ich echt mal bis Weihnachtszeit oder mindestens November, Dezember mal einen Stopp mache und dann wirklich mal alles werde ich eh nie schaffen, aber so gut es geht, ein paar Sachen zu minimieren, dass ich Platz für Neues habe, weil ich kaufe ja doch immer gerne neue Sachen, seht ihr ja immer in den Haul-Videos und deswegen brauche ich mehr Platz. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich liebe Shoppen, ihr kennt es mich schon, der, was mir sehr lange folgt, weiß das. Ich probiere auch gerne neue Sachen aus und zeige euch die Sachen auch gerne und deswegen habe ich mir so gedacht, vielleicht ziehe ich das wirklich jetzt bis Dezember durch, um Platz zu machen für neue Sachen. Dann kann ich so richtig ein Mega-Haul machen, auf den ich mich so freuen könnte, wenn ich das durchziehe und da dürfte ich mir alles kaufen, was ich will. Weil ich will auch nebenbei noch aussortieren, weil ich habe wirklich gemerkt, ich kann nicht alles verwenden, das ist einfach viel zu viel und deswegen kommt doch jetzt wieder ein aussortiert Video. Weil ich so ein paar Sachen zusammenbekommen habe, die ich gerne euch gleich zeigen will, damit ich wieder weiter sammeln kann. Ich weiß nicht, ob ich euch da wieder mitnehmen soll, wenn ich die Sachen aussortiere. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn, dann mache ich das gerne auch wieder. Nur ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Nagellack-Aussortier-Video nicht so gut bei euch ankommen ist. Aber schreibt es mir in die Kommentare, wenn es anders ist. Schreibt es mir. Weil es kamen auch nicht so viele Kommentare, ist mir aufgefallen bei dem Video. Aber egal. Wenn ich es euch doch wünscht, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Und dann überlege ich, ob ich euch mitnehme wieder oder nicht. Weil ich habe letztens, bin ich echt stolz auf mich gewesen, dass ich bei den Nagellacke so viel aussortiert habe. Da war ich wirklich, wirklich stolz auf mich. So, jetzt höre ich auf zu labern. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen, was ja hoffentlich der letzte ist für ein paar Monate. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!